Hallo und willkommen zurück bei Harakuri mit Steven. Ich gehe wieder. Tschüss. Nein, Quatsch. Ja, wir sind hier wieder in der verdrehten Kantonei und wir kriegen schon Hardcore aus Maul. Das kann man leider nicht abstreiten. Ja. Also, die Gegner. Aber hey, jetzt weiß ich, dass ich einen dauerhaften Nahkampfangriff habe. Naja, die Frage ist der Schaden davon, denn wenn es gut wie es sich gerne gewesen wäre. Werde ich ja gleich bei den kleineren Gegnern sehen. So, ich glaube, ich habe noch ein Level, den ich. Nee, ich habe keine Punkte, die ich vergeben kann. Kann ich auch was ausrüsten, einpacken? Nö. Das ist sogar ein Teamattribut, sehe ich gerade, alles klar. Dieses Attribut, das ich habe, das kriegst du auch, dieses Munition zurück-Ding. Welches Attribut? Dieses zurück am Absender. Achso. Das ist ein Teamattribut. Cool. Das heißt, wenn du Gegner mit deren Schwachstelle killst, besteht die Wahrscheinlichkeit von Munitionsdrop um 25% höher, ne? Ja, oh, cool. Deswegen lag da auch gerade so viel Munition rum, weil du ja doch auch auf die Crit-Stellen ballerst. Mist, sie haben uns gesehen. Sehe ich nicht. Siehst du? Munitionsdrop. Gut. Verdampf dich, Kollege. Danke. Eigentlich wollte ich zu der Tür gehen da hinten. War mir auch gar nicht dran. Alle Taschen voll. Hast du ihn runtergeschubst? Ernsthaft? Du bist ja gemein. Nein, der ist runtergeklettert. Achso. Weißt du, was ich gern hätte? Meine Tasche ist voll. Ein Sniper. Mich anschießen ist keine Option. Doch, aber es bringt nichts. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sage nur, es ist keine Option. Es würde dir nichts bringen, wir auch nicht viel. Ah, ich sterbe, wie? Du hast keinen Backup mehr. Ach Gott. Ich habe deinen Freund gefunden. Aua. 1, 2, 3. Ach komm. Brenn in der Hölle, Baby. Oh, da ist Dark auf dem Ball. Oh, was? Geil. Jetzt kannst du mehr, viel mehr Hakakuri machen. Was soll ich erhalten? Du hast irgendein Relikt eingesammelt, was dir die Nahangriff-Verringerungszeit hat. Okay, warte mal eben. Das ist, glaube ich, bei deinem Attributlevel drin irgendwo. Ne, ist mal ein Relikt. Warte mal, ist mal ein Relikt. Das kannst du mal schon mal aussetzen. Jetzt. Kann man eine Relikte einsetzen? Da, wo das Drachenherz ist. Ach, das ist für das Drachenherz. Geknackt Taumelschaden plus 2,268% Taumelschaden. Geknackt Elementarschaden plus 1. Cool, dann kann ich Drachenherz erweitern. Cool. Das ist fancy. Das heißt, du machst jetzt ein bisschen mehr Harakuri-Bling-Bling. Harakiri ist übrigens Selbstmord, ne? In gewisser Weise sind wir hier auch das. Ja, du ahnst es nicht. Hä? Das ist explodiert. Au!
Nachladen. Oh, er hat mir direkt in den Kopf geschossen, Digga. Lass mal dein Schwert weg. Kein Motor mehr. Holla. Ich hab ja getötet. Hi. Das wird mir später wehtun. Das weiß ich zu schätzen. Oh, du Scheiße. Ach, du Heilige. Ja, ich bereue gerade, dass ich es gedrückt habe. Was ist denn für eine Party unter uns? Dann werden wir oben schon Probleme. Also ich denke mal, ich werde demnächst meine Pistole aufwerten, einfach, dass ich für alle Fälle mal eine zweite Waffe habe, die Schaden macht. Oder mehr Schaden macht. Dringlichkeit. Ach, Level 2. Ich glaube, das ist eine andere Geschwindigkeit. Ich glaube, ich bekommen habe. Wieder welche. Weil die Luminierkristalle waren im ersten Teil so selten, ne? Ah. Nee, die haben sie auch öfters gekriegt. Am Ende, ne, aber anfangs haben die ganz schön gebraucht. Alter, ich hab keine. Sie. Bitte keine Munition mehr. Weiterballern. Ja. Hier oben. Da unten, um den kümmere ich mich. Und da ist noch einer da oben. Baumann, schreit es zur Tat. Ah, alten Teil. Wie Anakin Skywalker sagen würde. Altmetall. Ja, und für Leute, die es nicht kennen, das ist ein Spruch aus Star Wars Episode 3, dem Videospiel. Ah, da kommt schon wieder so ein Dicker. Au, au. Er hat mich voll erwischt, würde ich sagen. Mal. Ich glaube, der Heil verdrückt ihn nicht. Ist auch hinter dir. Will noch jemand ohne Fahrschein? Ja, hier, ich. Hey, ich schulde dir was. Von meinen drei Herzen habe ich zwei für dich verwendet. Ich schulde dir was. Das sagt viel im Schluss. Auf, ja. Da sind vielleicht noch welche. Bleib doch mal hier. So, dass wir noch einen Schritt zurückkommen. Nö, ich bin schon voll erzählt.
Achso. Hat doch einen Radius. Ist wieder gesoffen, ja? Ja, klar. Wir bekommen Besuch. Immer draufhalten. Ach, der ist ein Schamane. Position. Okay, das war neu. Aua. Hinter uns. Ich werde ja gar richtig durchschnitzelt, Alter. Ein bisschen weg, dass du mich vielleicht da wieder übernehmen kannst. Eieiei, das ist ja nicht anstrengend, du. Danke dafür. Danke. Das gleich den Gefallen mal zurückgeben. Naja, da bist du noch ein schuldig. Ja. Aber ich habe eine schöne Idee für die nächste Folge, was wir machen. Okay. In der nächsten Folge zählen wir einfach unsere Tode. Die, also die Leute, die wir abschießen. Wie bei Herr der Ringe. Immer draufhalten. Ja, Leonas, ist klar. Verdammt, letzte Kugel. Hier ist Munition. Ja, wäre gut. Was ist mit denen denn los? Er wollte selbst mal beginnen. Zwei, hinter uns ist nichts, okay. Hier ist aber auch noch was in der Ecke, das rosa Liedernis. Nein, ich bin einfach aus dem Boden gekrabbelt. Also das ist alles frei. Sag mal, lass mich doch mal raus hier aus der Ecke, Leute. Ich war gerade nachladen. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, lauf da. Das ist der Schamane. Du bist schon tot, leider, was? Ja. Ich bin noch weiter zurück, das Problem. Ja, ich merk's. Das sieht
sieht nicht gut aus. Ach, scheiße. Ja, wir müssen uns bei sowas immer erst um den Schaman kümmern. Ja, wie gesagt, ich bin bereits zurückgewinkt worden. Ich kam mir da nicht gegen, was ich wollte. Schwierig. Ja. Das Schlimme ist, wir haben jetzt den Weg nochmal vor uns. Können wir nicht einfach hier runterhüpfen? Kannst du gerade versuchen. Nee. Bei mir, wir könnten die ganze Zeit doch nichts liegen lassen, aber ist mir auch egal. Weil die kommen ja eh hinter uns her. Hier ist denn niemand mehr. Dort denkt Ahnung drin. Vor uns ist der Schaman und Co. Und der belebt ja alle anderen wieder. Schon mal tot? Ja. Um den habe ich mich schon mal gekümmert. Mist. Okay, das haben wir schon mal ganz gut hinbekommen. Okay, das war elegant ausgewischt, definitiv. Normal. Was denn? Das sind auch mal welche über. Du machst noch mehr als genug tot, glaub mir. Auf diesen einen kommt es nicht an. Und außerdem zählen wir erst in der nächsten Folge. Aber gerade bei denen hier macht sich der Nahkampf halt wirklich gut. Du kennst mich, ich hau auf alles drauf, was ich sehe. Dann beschwer dich nicht, wenn du keine Munition mehr hast. Nachladen! Wo wir das Thema haben. Davon habe ich genug. Dann nehme ich's. Natürlich.
Das ist aber nicht so ein Resident Evil, ne? Wo du quasi unendlich Munition gefüllt hast. Schon auf jeden Fall spannender gemacht, definitiv. Hinter mir ist so ein komischer. Ach, okay. Ah, der Backenkollege. Sekunde, nachladen! Rauber! Okay. Nee, Haas. Alfa Romeo. Red Bull? Mercedes? Ja, dann nehmen wir doch Ferrari. Nee, dann eher McLaren. Aber warum geht man eigentlich dann auch mal da hinten lang? Lass mal hier geradeaus weitergehen. Und hier lang. Windspawn. Außer den dann, die noch mit. Aber da lang sind wir uns einmal gegangen, weißt du? Ja. Aber ja, das dass da hinten so aus wie Sackgasse, deswegen. Das sieht alles aus wie Sackgasse da. Sie kommen! Ja, weiter so! Das ist die Sackgasse, wo rein das scheint. Ah ne, der kommt hinten wieder raus, auf der anderen Seite raus. Okay. Okay, das war vielleicht ein bisschen sehr obereifrig, was ich gemacht habe. Aber du könntest mir retten kommen, wenn du Bock hast. Ja, sofort. Aber ich glaube, ich habe es vorhin. Danke. Ich habe es vorhin. Ja, hab ich dich vermisst, mein Freund. Nicht. Oh. Na, wollen wir mal Spaß haben? Wow. Serum der Ghoul. Tomb Raider? Ich weiß nicht, ob das Serum so cool ist. Was macht denn das Serum des Ghoul? Ausdauerverbrauch. Shit. Ja, wir haben es geschafft. Das kostet, musst du, Prinzessin. Ja, hier bin ich mal reingefallen in dieses Loch hier runter. Da hat er mich rückwärts reingeschubbt. Ist aber auch gefährlich, ich bin erst links und rechts hier. Da, ich hoffe, ich werde echt diese Saat voll, das bald wird los. Mach mal von mir deine komische Sicht. Okay, die beiden können wir mit Nahkampf nehmen.
Die Reichweite ist echt nicht weit, ne? Ich sehe bis jetzt keinen Schaman. Doch, ich sehe ihn. Ich kümmere mich mal schnell um den Schaman, ja? Mach das. Ist tot. Jäger Level 4, nice. Intuition hat es freigeschaltet. Ich weiß nicht, was es ist, aber sehe ich gleich nach. Oh. Ring der Hast. Ring der Hast. Wieso hastig? Hältst locker vom Hocker. Oh, lass mal die sekundäre bitte über. Vorsicht, da könnte so viel noch dazu? Mehr sein. Entschuldigung. Lass ihn über. Ja, stehen Sie. Missverständnisse. Ja, weißt du, farbenblind. Weiß und rot, ne? Kann ich sehr schwer auseinanderhalten. Naja, kein Wunder, dass du Hamburg magst. Das ist ja alles blau-weiß. Ach, am Checkpoint ausholen. Ah, guck mal. Ihr habt den Checkpoint. Yes. Ja, noch nicht. Er hat mich berührt, aber seht das. Bonfire errichtet, würde ich sagen. Ich glaube doch nicht, dass meine Saat voll ist. Oh doch, die ist geheilt. Ja. Ja, das war doch schon immer so. Relikte ersetzen dein Drachenherz und gewähren dadurch die einzigartige spezialisierte Boni. Rüste sie in einem Inventar im Reliktplatz aus. Das Einsetzen von Fragmenten der Relikte verbessert deren Werte. Die Fragmente können in den verschiedensten Reichen gefunden oder von Joel in Station 13 erworben werden. Okay. So, jetzt will ich gucken, was ich dafür hinbekommen habe. Intuition. Das Verwenden eines Relikts verlängert die Dauer aller aktiven Jägerfähigkeiten um 5 Sekunden. Der Effekt wird mit jeder offenen erfolgenden Anwendung schwächer. Okay. Schusswaffen erhalten 15% Nachladegeschwindigkeit nach einer Tötung. Geil. Warum sagst du, oh fuck? Guck mal durch den Torgang hier. Naja, dass da dann jetzt der Boss sein wird, wird wohl klar sein. Ja, schaffen wir hier noch oder müssen wir den nächsten Part machen? Was meinst du bei 27 Minuten? Oh, fast 28. Naja, nächsten Part. Ich glaube, wieso gut sind wir beide nicht, dass wir das da schaffen würden. Aber ey, wir haben es nach 2 Folgen echt mal hergeschafft. Was macht eigentlich Ring der Hass? Erhöht das Verwendungstempo von Verbrauchsgütern um 20 und Relikte 20%. Oh, auch geil. Oh, das heißt auch unser Drachenherz wahrscheinlich. Ja. Jetzt haben wir wieder voller Drachenherze, ganz gut. Ich würde sagen, nächste Folge nehmen wir erstmal den Trank, den wir auf der 4 haben, für mehr XP. Ja, das wäre auch eine Idee wert. Aber das erst in der nächsten Folge, wie Steven sagt. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, bis zum Sehen und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Was? Ich predikte, wir sterben mindestens 10-mal jetzt am Boss. Sag sowas nicht. Wir werden sehen, ab nächster Folge zählen wir ja die Tode. Unsere Tode und ihr Gegner. Beides. Ich muss sagen, ich hätte übelst Bock, die ganzen Gegner mal zu zählen, wie wir nacheinander abgeschlachten, du und ich. Die haben wir doch in den Statistiken bestimmt. Die Statistiken? Weiß ich nicht. Gucken wir mal zwischen den Folgen. Ja, auf jeden Fall sagen wir danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Au.